Hallo meine Lieben, ich bin's mal wieder, Karin Kalinka Kreativ. Ich grüße euch. Ich habe ein bisschen Pause gemacht, da ich einen Bänderriss hatte und lieber liegen wollte, statt zu sitzen. Außerdem ist ja leider mein Asthma wieder zurückgekommen nach 1,5 Jahren und ich huste manchmal ganz arg und räuspere mich sehr arg. Also es tut mir leid, wenn ich mich jetzt im Film räuspere. Ich kann es manchmal einfach nicht unterdrücken. Das ist schon richtig chronisch geworden. Nichtsdestotrotz wollte ich euch zeigen, ich habe eine ganze Menge Einkäufe gemacht in der Zwischenzeit. War noch vor meinem Bänderriss, so lange liegt es schon. Und das wollte ich euch jetzt einfach mal zeigen. Ich fange an mit Gerstecker. Das ist bei uns, also ich wohne in der Nähe von Bonn. Und Altdorf ist nicht weit von hier. Da ist der erste Standort von Gerstecker. Glaube ich jedenfalls, dass das der erste Standort war. Gibt es mittlerweile auch an anderen Standorten in Deutschland. Ich kenne das schon viele, viele, viele Jahre. Und das sind meine Einkäufe dort. Ich habe mir mal richtig was gegönnt. Und zwar die meinen Kanal verfolgen, die wissen ja, dass ich ganz gerne Stempel nachkoloriere. Und zwar mache ich das mit Aquarellstiften oder mit Aquarellfarben. Und die normalen Stifte, die dabei sind, Wassertankpinsel, damit arbeite ich sehr gerne. Die Wassertankpinsel, die dabei sind von Action, die sind von vornherein nicht so fein, haben eine sehr grobe Spitze und fransen auch immer mehr aus. Also das heißt, feine Arbeiten sind, ne, stellt sich nicht scharf, doch feine Arbeiten sind da schwer. Dann habe ich da bei Gerstecker nachgefragt und habe mich dann entschieden, mir ein Set für 19,29 Euro zu kaufen. 3 Wassertankpinseln. Die haben 3 verschiedene Breiten. Das ist der feinste. Ich mache sie jetzt mal alle auf. Das müsste der mittlerste sein. Und das ist der dickste. Ich kann ja sein, also ich habe das Set genommen, weil es mir einfach am idealsten schien. Ich weiß nicht, was noch in Zukunft kommt. Vielleicht mag ich ja auch mal ein bisschen großflächiger aquarellieren. So, das sind die Pinsel. Und wie ihr hier seht, der wäre ja vergleichbar. Sehr feine Spitze. Ich kann natürlich jetzt auch nicht sagen, wie lange die Spitze so fein bleibt. Aber gerade mit dem kleinen Pinsel, also ich habe schon damit gearbeitet. Ich war natürlich neugierig. Das war schon fein. Also ich denke, ich werde es nicht bereuen, dass ich es mir gegönnt habe. Nichtsdestotrotz habe ich mir auch nochmal, um das vergleichen zu können, weil ich überhaupt keine feinen, guten Pinsel habe, 2 Pinsel gekauft. Und zwar die Stärke 2 und 3. Auch bei Gerstecker. Die haben gekostet 6,86 und 7,38 und die sind von der Firma Da Vinci. Mix B Pinsel, also die sind nicht, glaube ich, nicht nur für Aquarell. Ich wollte es auch einfach mal vergleichen. Ich wollte mal gute Pinsel haben und wollte mal gucken, wie läuft es mit Wassertankpinsel, wie läuft es mit Pinsel. Und ich werde davon berichten. Die Wassertankpinsel, die habe ich schon getestet und dann kann ich auch ganz klar sagen, Kaufempfehlung. Wer jedoch anfängt und in so einem, meistens sind ja beim Action, wenn man dort Wasser Aquarellfarben kauft, sie sind nicht sehr hochwertig, die Aquarellfarben, das muss man ganz klar sagen. Mit hochwertigen überhaupt nicht zu vergleichen, aber für einen Anfänger super. Also dann kann man mal sehen, was kann man damit machen und ich habe damit ganz viel auch gemacht.
Bin allerdings dann relativ zügig, weil ich so einen Spaß daran hatte, auf Aquarellstifte übergegangen, die ich dann mit, wie Buntstifte male ich aus und dann aquarelliere ich das mit Wassertankpinseln zu Aquarell. Weil ich dann auch schon verschiedene Aquarellpapiere getestet habe. Das könnt ihr auch in meinen Videos finden. Da habe ich zum Beispiel schon mal Action gegen Teddy. Oder das Bambuspapier von Action, dieses ganz fürchterliche, wo alle geschimpft haben gegen das alte Papier. Dann gab es ein neues Papier, also nicht aus Bambus von Action. Das habe ich alles mal getestet. Und jetzt habe ich mir mal einen Block gegönnt. 5,15 € ist natürlich für die Verhältnisse, in denen ich sonst einkaufe, teuer. Aber es sind 50 Blatt und die haben schon eine schöne Größe. Also meistens sind die Blöcke ja sehr groß und das fand ich jetzt sehr dick, also von der Grammatur her. 300 Gramm fand ich ganz cool und schöne Farbe und ich habe auch schon einmal drauf aquarelliert, ich habe es aber jetzt noch nicht gefunden. Von meiner Seite auch eine Kaufempfehlung und wenn ich nochmal zu Gerstecker käme, würde ich, wenn es alle wäre, mir auch Neues kaufen. Aber 60 Blatt muss man erstmal wegarbeiten. Das sind meine Einkäufe von Gerstecker. Teuer. Aber man darf sich auch mal was gönnen, oder? Dann geht es weiter mit Teddy. Das geht relativ schnell. Und zwar war ich bei Teddy. Das ist auch bei uns im Nachbarort, in Unkel. Da gab es dieses Kartenset. Und bei Action sind ja schon seit längerem die weißen und die beigen Kartensets, also bei uns, ausverkauft. Man kriegt, wenn überhaupt, nur noch diese kraftfarbenen, also in dieser Farbe hier. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, dass die gefallen mir auch einfach nicht so gut. Man kann die sich natürlich auch selber machen, aber ich finde es halt einmal ganz schön, wenn man gleich die Umschläge mit dabei hat. Ich mache das mal mit euch auf. Was mir direkt am Anfang aufgefallen ist, im Laden noch, habe ich genau mir die hier angeguckt, weil die sind blöd verpackt, ne? Die können also schnell angemackt werden und sie sind auch zum Teil schlecht geschnitten gewesen. Das sah man schon von außen. Die habe ich dann so lange gesucht, bis ich welche hatte, die mir gut gefallen haben. Aufgemacht habe ich sie jetzt noch nicht. Das machen wir jetzt zusammen. Ich mag halt gemusterte Umschläge sehr gerne. Dann schauen wir mal, was wir hier so haben. Zwei von diesen hier. Zwei. Ich mag auch mal, es sind mal schöne Farben, damit kann man auch mal was für Männer nehmen. Das ist ein bisschen ein anderes Grün, ich lege es mal daneben, dann sieht man das. Auch das ein anderes Türkis. Nochmal kariert. Wieder eine andere Farbe, ganz leicht andere Farbe. Ja, das ist. Dunkles Silber, helleres Silber, würde ich sagen. Und viermal kraftfarbene Umschläge. Ja, hier sieht man schon ein bisschen abgeknickt, aber das kann man vielleicht mit dem Falzband wieder gerade ziehen. So, dazu gehören jetzt diese Karten. Dann haben wir hier die. Es ist schon fast auch ein bisschen bläulich. Das ist Silber. Das sind diese zwei hier. Ja, beim Zuordnen der Farben, da muss man jetzt ein bisschen kreativ sein. Die würde ich jetzt eher da zuordnen. Ja, da könnt ihr zum Beispiel sehen, da ist so eine Karte. Also, die ist einfach schlecht gemacht. Ihr seht das hier. Ihr seht es jetzt. Diese auch, die wird man kürzer schneiden müssen. Dann ist das aber kein Problem. Man schneidet sich die hier einfach ab. Solange das die einzigen beiden sind, diese hier ist schlecht gefaltet. Da muss man mal gucken. Das ist halt dem günstigen Preis geschuldet. Das würde ich sagen, ist hier. Die sind aber in Ordnung. Die, ja, es geht aber doch. Das finde ich auch jetzt wirklich eine schöne Farbe. Hatte ich so auch noch nicht. Gefällt mir unheimlich gut. Das mag ich auch gerne in der Kombi.
So, das war's von dieser Tüte. Mal sie gleich wieder ein. Gut, für 3 €. 20 Karten. Davon sind jetzt 2 nicht in Ordnung, aber auch nicht wirklich, oder 3, die eine schlecht gefaltete. 3 nicht in Ordnung, wobei man sicherlich da auch noch was machen kann. Finde ich in Ordnung. Ihr kennt ja meine Einstellung, wenn man die Videos kennt. Machen wir ja Wegwerfprodukte. Also, wir machen nichts, was in der Archäologe in 20.000 Jahren ausgräbt und sagt, oh, was waren das denn für tolle Künstler? Die Sachen wird es dann nicht mehr geben. Und ja, unsere Sachen landen manchmal schneller, manchmal weniger schnell im Papierkorb. So, hier haben wir 5x Kraft. Sieht gut aus, ist aber auch wieder außen schöner als innen. Also, bisschen eine andere Farbe. Ist aber in Ordnung. Das sind, was hatte ich gesagt? 6 Stück. Dann haben wir Schwarz. Ich glaube, das habe ich noch nie fertig gekauft. Wahrscheinlich auch 6 Stück. Ja. Dann haben wir Weiß dazwischen. Das habe ich von außen gar nicht so richtig gesehen. Das würde ich auch sagen, sind auch 6 Stück. Sieht auch fehlerfrei aus. Kann man nochmal nachfalzen. Ist aber in Ordnung. Gold habe ich auch noch nie gehabt. Außen Gold, Silber. So, und dann kommen schon die passenden Umschläge. Also ich würde sagen, ist in Ordnung. Für 3 € würde ich sagen, kann man lassen. Das war Teddy. Jetzt kommt der größere Einkauf. Da war er wieder ein Räusperer. Ich räusper mich aber oft und merke es gar nicht. Ist beim letzten Dreh aufgefallen vom Film, dass ich das wirklich unangenehm fand. So, jetzt geht's los mit Action. Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich fange mit dem an, was ich nur aus Neugierde gekauft habe. Was ich aber noch nicht weiß, ist das wirklich mein mein Material ist. Also ich habe diese rosane Mousse schon eingesetzt. Die kosten 94 Cent. Und da ich noch nie mit so einer Mousse gearbeitet habe, quasi so einen 3D-Effekt gemacht habe und doch relativ viele Stencils habe, habe ich gedacht, die nehme ich jetzt mal mit. Ja, was soll ich sagen? Also ich hab so einen Mauerstencil. So ist die eigentliche Farbe, wie ihr sie hier seht. Und diesen leichten 3D-Effekt kann man eigentlich auch ganz gut sehen, wenn man das ein bisschen hin und her bewegt. Was mir nicht gefallen hat, ist halt, dass es sich so hinter den Stenzel gedrückt hat, an der Stelle hier. Deswegen bin ich da mal mit Farbe drüber gegangen, um zu gucken, was kann ich denn da noch machen. Also man kann da sicher mit arbeiten, das funktioniert auch gut. Das Papier hat sich so ein bisschen gewellt, aber ich denke, wenn man das nachher mit Klebeband aufklebt, dann ist es auch wieder sehr plan. Ist in Ordnung. Ich werde sicherlich auch noch anderes damit machen. Aber ob das so ganz mein Material wird, weiß ich nicht. Also bin ich so ein bisschen, noch hadere ich noch so ein bisschen mit mir. Aber 94 Cent, dafür kann man das wirklich mal probieren. Das nächste ist jetzt unspannend. Wenn ich die Karten weggehe, kommen die bei mir immer in solche Tütchen. Ich kriege die auch oft von den Damen und Herren wieder zurück. Das finde ich ganz gut. 88 Cent, kennt ihr ja alle. Habe ich mir nochmal eine Stanze gekauft. Die finde ich ganz gut für Papierreste. Da kann man nämlich quasi in jedes Teil einen Papierrest reinmachen. Und vielleicht mache ich das auch direkt im nächsten Film. Papierrestekarte. Dann habe ich Filzblumen. Ich weiß gar nicht mehr genau, warum ich die mitgenommen habe, ehrlich gesagt. 94 Cent. Ich hatte bestimmt eine Idee dazu, aber ich habe sie schon wieder vergessen. Aber sowas kann man immer brauchen. Also wenn man Geschenke damit verziert. So, das ist etwas, was ich auch noch nicht
wo ich auch noch nicht mitgearbeitet habe, aber das sind diese Embossed Stickers, die sind tatsächlich so ein ganz klein bisschen dreidimensional, aber mir haben die Motive einfach gefallen. Es ist jetzt Frühling und man will ja auch irgendwie wieder ein bisschen, wieder ein bisschen, es einfach bunter und schöner haben. Und wir schneiden das jetzt einfach mal zusammen auf. Das ist ganz witzig, weil man eigentlich hier eine, gar nicht, ob man das jetzt aufkriegt hier. Ja, geht. Nicht ideal, aber geht. So, ich hole diese mal raus. Leichter gesagt als getan. Kann man das sehen? Ja, die haben so ein so 3D. Eigentlich ganz hübsch. Es gibt nicht wirklich ein Motiv doppelt, glaube ich. Doch den Löffel gibt es doppelt. Die Gummistiefel fand ich zum Beispiel sehr, sehr hübsch. Hier sind sie nochmal ohne Blümchen. Hier ist nochmal ein anderer Handschuh. Das ist natürlich auch ganz hübsch. Dann verschenke ich ja auch gerne Honig. Mein ehemaliger Chef ist unter die Imker gegangen und macht, also seine Bienen machen einen fantastischen Honig. Und da ich den selber gerne esse, verschenke ich den auch selber gerne. Und da kann man natürlich dann auch eine passende Karte dazu machen. Das zweite mache ich jetzt nicht auf. Das ist auch so ein Gartenthema. Hier ist so ein Gartenladen, Fahrrad. Das Herzchen ist auch ganz nett. Die Farben gefallen mir, also ich mag ja diese Aprikofarben gerne. Hier ist nochmal dasselbe Herzchen, würde ich sagen. Dieser Wagen nochmal in klein, also da kann man schöne Sachen mitmachen, würde ich sagen. Man könnte auch mal zu einem Cocktailabend einladen. Hier sind nämlich lauter so Cocktailgläser drauf, Trinkgläser. Könnte man mal mit einer Freundin sagen: Hier, komm, heute Abend, kleines Sektchen bei uns auf der Terrasse. Also der Sommer kann kommen. Dann geht's weiter. Mit den letzten zwei Blöcken. Ich habe ja wirklich ganz viele von den 30x30 Blöcken. Aber die sind auch, manchmal sind da welche dabei, da kann ich einfach nicht dran vorbeigehen. Und der hatte ja auch so wunderschöne Farben, viel Türkis. Ich mochte ihn einfach sofort und habe gedacht, ach komm. Ich gehe ihn mal schnell mit euch durch. Da habe ich schon mal versucht, was mit zu basteln. Das ist nicht ganz so geworden, wie ich es wollte. Ein beglitzertes, das kommt sicherlich später noch drin. Das hier ist Türkis mit Punkten, auch beglitzert. Unbeglitzert. Einfach nur Punkte in schönen Pastellfarben, sehr hübsch. Dasselbe nochmal, wo die türkisen Punkte glitzerig sind. Das ist immer schwer, schaltet sich schwer scharf so. Dann einfach Streifen, sehr hübsch. Nochmal Streifen mit Glitter. Weiße Blümchen auf rosa Grund, sehr schön. Jetzt dann noch eine schöne weiße große Blüte drauf. Habe ich sofort eine Idee dazu. Ist die Idee 1. Man sollte sie eigentlich sofort ausschreiben, aber ich habe doch, könnte man machen. Dann können wir nämlich nachher mal abstimmen, was als nächstes gebastelt wird. Also, als erstes hatte ich gesagt, ich wollte mit der Stanze. Mit Quadrat Stanze. Als zweites würde ich dann eine Karte machen. Weiße Blume auf Rosa. Das finde ich, das hab ich sofort eine Idee dazu. Die Herzen sind natürlich auch toll für Hochzeiten. Einfach nur Marmor, finde ich auch ganz cool. Das ist das Papier, wo dieses Beglitterte das Pendant dazu ist. Ja, mit diesen Sachen kann ich meistens nicht so viel anfangen, weil
Es ist in Englisch. Ich verschenke mich so gern Englisch. Ich mag eigentlich auch unsere deutsche Sprache ganz gerne. Und ja, tue ich mich ein bisschen schwer mit. Mal gucken. Aber mit solchen Sachen kann man sicherlich was machen, wo kein Text drauf ist. Andererseits könnte man hier den Text auch überkleben mit einem anderen Text. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Das sind natürlich schöne Formen. Ja. Ich weiß noch nicht so richtig. Ist diese Farbe Papier ist ja gar nicht dabei, ne? Oder? War die dabei? Das finde ich auch eigentlich ein schönes Papier. Hatte ich aber jetzt hier. War es nicht drin. So, da kommt noch türkises Animal Print. Ja, und einmal beglitzert. Ja, ist nicht ganz so schrill, wie die Kamera es zeigt. Ach doch, da ist das Papier. Ja, das finde ich auch ganz hübsch. Gefällt mir gut. Da nochmal beglittert. Das hätte ich jetzt da nicht beglittert gebraucht. Einmal Sternchen. Ja. Also ich könnte mir schon vorstellen, wenn man zum Beispiel, sind sie jetzt, passt ja sehr gut zusammen, die Papiere, und dass man sich von diesen hier auf so ein Sternpapier irgendwas drauf macht. Also da gibt es bestimmt auch gute Ideen. So, dann. Nicht meine Farbwelt, aber das hat mich trotzdem gepackt. Also Braun und Beige und so ist nicht immer so meine Farbwelt. Aber es sind ein paar Papiere drin, die ich doch richtig toll fand. Auch von Action 275. Das jetzt nicht. Aber beglitzert sieht es zum Beispiel sehr edel aus. Diese Röschen, ja, weiß ich noch nicht. Das hier fand ich aber sehr schön. Ganz zarte Blätter. Gefällt mir wirklich ausgesprochen gut. Auf dem Papier steht leider schade, es ist braun. Aber es steht überall bla 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 bla. Und ich finde, da kann man bestimmt mal eine gute Karte mitmachen. Ich weiß zwar noch nicht, wofür das Ganze nochmal beglittert. Ich drehe es euch nochmal bla 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 bla. Ich finde es witzig. Ja, auch okay. Nicht so schön wie das erste mit den Blättern. Auch okay. Oh, das sind sogar drei. Das sind, ja, so zarte Blüten, die so ineinander sind. Nicht meine Farbwelt, aber ich fand es doch tatsächlich mal ungewöhnlich und könnte mir auch da was sehr Schönes mit vorstellen. Hier steht drauf, jetzt muss ich mal gerade gucken, was da alles drauf steht. Trilogie, Relax, Mindfulness, Library, Illustrations, Old Binding, Self-Care, Fiction, Non-Fiction, Learn. Da sind lauter Wörter drauf, womit haben die denn was zu tun? Die haben was mit Pillows, Couch, Cozy, Rainy Day. Also das hat was mit, womit man sich so beschäftigen kann. Ausruhen, Library steht drin, Relax. Illustrations, Lover, Dreamer, Tea, Cats, alles, womit man seine Freizeit füllen kann, ist hier so als Wort aufgefüllt. Das Ganze nochmal ein bisschen beglitzert. Kann man bestimmt auch sehr schöne Sachen machen, wenn man jemand eine Flasche Wein schenkt und macht ein Etikett dazu. Also ja, auch nicht meine Farbwelt, aber Design des Musters hat mir gut gefallen und auch da würde mir mit Sicherheit was zu einfallen. Und es ist natürlich auch für eine Hochzeit, wenn man mal nicht immer so in diesen rosa-weiß-Tönen sein will, ganz leicht beglittert, aber wirklich nur minimal. Und diese Herzen, diese dunkleren Herzen hier. Hier steht einfach nur Love. Und hier das Ganze nochmal beglittert. Da gefällt mir das Beglitterte besser. Das finde ich auch ein ganz schönes Papier. Es ist ja auch eher so ein Graubraun. Das ist ein ganz nicht richtig beige, nicht richtig braun, ein bisschen grautönig dabei. Cappuccino vielleicht. Gefällt mir sehr gut. Das beglittert, finde ich auch in Ordnung. Hier nochmal kleine Herzchen, mag ich auch. Kleine Herzchen beglittert. Sieht man das? Ja, da sind sie wieder. Ja, wie gesagt, ich benutze sie echt nie. Ich weiß nicht. Man könnte sie einfach mal ausschneiden und also gerade diese hier und könnte dann mal, was weiß ich, eine Notiz für den Mann schreiben, eine Einkaufsliste.
Write Your Own Fairy Tale. Also das Ding würde ich mit Sicherheit benutzen, aber ich würde einen anderen Text drüber machen. Ja, ich benutze die, also wenn die in diesen Blöcken sind, ich benutze die nie. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr diese, ja, wie soll ich die nennen, diese kleinen Kärtchen, diese Text, diese vorgefertigt, ob ihr die für irgendwas benutzt, wenn ihr die Action Blocks kauft. Also ich gucke dann immer, ob sie nicht ganz so scheußlich sind, ob mir da was zu einfällt, aber wirklich benutzt habe ich die noch nie. Doch einmal beim Weihnachtsblock. Es gab einen Weihnachtsblock mit Wichteln und da waren auch solche Texte bei, die habe ich dann zum Teil benutzt. Ja, und dann ist nochmal, das weiß ich jetzt gar nicht, das ist so ein bisschen wie, nennt man denn das, wenn man so Wäsche so färbt, mit so Kreisen, ach, mir fällt gerade der Name nicht ein. Ja, das ist auch nochmal ein schöner, ja, die Farbe ist auch so, weil es ist nicht braun, es ist nicht rosa, es ist so eine Mischfarbe, die aber wirklich eigentlich cool ist. Ja, das sind meine Einkäufe. Was können wir denn noch für eine Karte machen? Sollen wir noch eine Karte mit dem Blabla machen, wer da eine Idee zu hat? Drei. Blabla Karte. Ja, könnt ihr meine Schrift lesen? So, dann könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr machen möchtet. Also, die Restekarte mit der Stanze. Das wäre diese Stanze und dann irgendwie meine Restepapiere durchforsten und da eine schöne Karte mitmachen. Das wäre Kandidat Nummer 1. Kandidat Nummer 2, das war in diesem Block. Die weißen Blumen haben mir so gut gefallen. Und da würde ich, die würde ich als Hintergrund nehmen und würde noch eine große weiße Blume irgendwie draufsetzen. Ist so meine erste Idee dazu. Das wäre mein zweiter Vorschlag. Und mein dritter Vorschlag macht mich jetzt gar nicht so ganz glücklich, weil ich da nicht sofort eine Idee habe. Also ärgert mich nicht und wählt das. eine Blabla-Karte. Tja, muss ich mir was einfallen lassen. Also wenn ihr das wählt, macht es mir echt schwierig. Aber man wächst ja an seinen Aufgaben. Vielleicht meldet sich auch gar keiner und dann kann ich machen, was ich will. Das wäre natürlich auch schön. Brauchen wir noch eine vierte Auswahlmöglichkeit? Nee, es meldet sich wahrscheinlich sowieso nicht so viele. So viele Follower habe ich ja nicht. Ja, schreibt mir einfach mal in die Kommentare. Möchtet ihr Restekarte? Möchtet ihr Blume, weiße Blume auf rosa Blumenpapier? Oder möchtet ihr eine Blabla-Karte? Ansonsten mache ich einfach, was ich will. Lasst euch überraschen. Ja, es ist ganz witzig, dass ich habe das Gefühl, ich werde es ja gleich beim Schneiden des Films sehen, dass ich jetzt gar nicht so viel gehustet und geräuspert habe. Ich werde nämlich, wenn das zunimmt, wahrscheinlich keine Filme mehr machen, weil ich mich da nicht wohlfühle, mit euch so zuzuhusten und zuzuräuspern. Wenn ich das aber während des Films halbwegs im Griff habe, schauen wir mal. Also, ich bin noch nicht ganz davon ab. Ich habe ja Spaß dran, aber eine dauerhustende Vortragende ist ja auch jetzt irgendwie kein Späßchen. Ja, schreibt mir einfach in die Kommentare, was ihr davon basteln wollt. Ich hoffe, der kurze Einkaufshaul hat euch gefallen und wir sehen uns dann auch, wenn wir basteln wieder. Bis dann.